Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Mittelerde, Mordors Schatten. In der letzten Folge haben wir hier ganz schön heftig auf den Sack gekriegt, indem wir, ist auch noch aktuell markiert, hier, diese Mission, Vernichtungsschlag, Krishna, der Donnerer, die wollten wir machen. Dafür mussten wir Unmengen an Orks töten, und um ihn erstmal anzulocken, und dann sind dort alle hinterhergelaufen. Das war echt, das war unschön. Gut. Aber wir können mal erstmal zur Hauptmission. In der Nähe Jagdmission. Das habe ich. Was? Wie? Jagdherausforderung. Töte Spinnen. Ja, aber wo soll ich die hernehmen? Die Spinnen. Ich verstehe es nicht. Ich würde ja gerne mal ein paar Spinnen töten. Eine Jagdherausforderung machen. Die Beste, die du jagst, ist in der Nähe. Letzte Nacht habe ich von einem Mann. Die ist aber keine Spinne. So. Das war jetzt zwar nicht das, was ich wollte, aber. Gut, ich wollte aber sowieso die Hauptversion starten hier. Die Macht des Geistes. Königin Marwen hat den Schlüssel, um die wahre Macht des Ring-Erschaffers zu entfesseln. Die Macht zu befehligen und zu beherrschen. Stelle eine Armee auf und fordere den schwarzen Hauptmann heraus. Klingt doch nach einem Job für uns. Kehrst du zurück? Du bist noch nicht fertig. Woher wusstet ihr, wo ich dies finden kann? Er hat es mir gezeigt. Ihr habt mir nicht gesagt, was ihr von mir erwartet. Nur, dass du lernst, wozu du wahrlich fähig bist. Finde einen Ork-Anführer, mach ihn zum Häuptling, und all seine Krieger sollen dir gehören. Und wohin soll ich diese Armee dann führen? Bring sie zu mir und ich zeige es dir. Marwen wollte, dass wir ihr eine Armee schaffen. Wir werden keine Armee errichten. Wir werden sie kommandieren. Wir müssen einen Uruk-Hauptmann finden und ihn zu einem der unsrigen machen. Nicht weit von hier ist ein Sklaventreiber namens Grublik. Er soll unserer Sache dienen. Sehr cool. Also, wir machen einen Hauptmann zu uns. Dann könnten wir eigentlich ganz Mordor gegen Sauron aufhetzen. Vorausgesetzt, alle Hauptmänner sind dafür geschaffen. Dass man das mit ihm machen kann, natürlich. Ist bestimmt auch schlauer. Wo Sklaven gefoltert werden, finden wir auch diesen Hauptmann. So, über Tal, über Berg und über Tal und so. Oh, den mal kurz hier ausschalten. Hallo, schönen guten Tag. Ich bin der Neue, ich komme jetzt öfter. Bist elegant daneben gesprungen. Hast du super gemacht. Kannst du deinen Kindern noch von erzählen, von diesem legendären Fehl. Hallo. Mehr als ich erwartet hatte. Jetzt schmeiß mich wieder runter. Wir töten müssen, um an den Hauptmann zu gelangen. Komme ich auch nicht drum rum. Das ist irgendwie. So, finde Grublik. Wir machen mal eine Schattentötung. Oh! Ich höre schon Stimmen. Oh.
stampelt. Todmenschlein! Deine Haut dient mir als Banner für den dunklen Herrscher. Fähigkeit freigeschaltet, befehligen. Wenn du einen Hauptmann beherrscht hast, also halte STLG gedrückt und tippe auf Leertaste, kannst du die linke Maustaste drücken, um ihm einen Befehl zu geben. So kannst du deinen gebrandmarkten Hauptmann anweisen, einen anderen Hauptmann umzubringen oder sich einem Häuptling als Leibwächter anzubieten. Wir müssen erstmal das ganze Kryptzeug hier wegkriegen. So. Hau rein. So, müssen wir den dafür runterschlagen, dass er grün ist? Du bist ein Irrer. Du kannst mir nichts anhaben. Na klar, kann ich hier was anhaben. Das müssen wir mal rausfinden. Ich verschwende nicht deine Zeit. Ich mach dich nieder. Was für eine Lektion? Brandmarken. So. Drücke, um mir einen Befehl zu geben. Machen wir. Okay. Alles klar. Dieser Hauptmann steht nun unter deiner Kontrolle. Du kannst einen Machtkampf provozieren und ihn auffordern, einen anderen Hauptmann zu ermorden. Cool. Schickst du ihn gegen einen Häuptling ins Feld, wird der Hauptmann versuchen, sein Leibwächter zu werden. Dies führt zu einem Machtkampf, in dem er sich beweisen muss. Drücke Leertaste, um deinem Hauptmann zu befehlen, der Truppe von Tartz beizutreten. Neuer Machtkampf geschaffen. Überfalle Tartz, indem du dich in seine Festung schleichst. Alles klar. Es ist vollbracht. Er gehört uns. Dieser Hauptmann muss nun zum Leibwächter werden, wenn er je ein Häuptling werden soll. Es beginnt als bloßer Donnerschlag und wächst zu einem Sturm heran. Das war stylisch übrigens, in unserem Rande. Freiheit! Schließt euch mir an, oder spürt mein Schwert, Mann! Du bist kein Hauptmann! Abschaum! Ich muss Grublik dabei helfen, all seine Herausforderer zu besiegen. Das können wir auch. Oh, den haben wir zwar die Pfeile in den Kopf geschossen, aber... Setzt die Furcht als seine Waffe ein. Und wir sind sein unsichtbarer Freund. Ein Freund in den Schatten, der alles sieht. So gebührt es einem Elben. Den Teil nehmen wir nochmal mit. So. Hier gibt es auch nochmal Pfeile. Dann nehmen wir halt mit. So, jetzt aber hier. Und den gibt's den Kopf. Den auch.
komme vor wie Rambo, ey. Ich belohne deinen Einsatz mit meinem Durst nach Blut. So, das ist schon mal ziemlich cool, wenn wir jetzt hier unsere eigenen Orks nach oben bringen können. Unser Hauptmann kämpft tapfer für uns. Auf mein Geheiß wird er diese Uruks durch Mordor führen. Vor allen Dingen, wenn das auch ohne Hauptmission gehen würde, das wäre cool. Da bin ich ja sehr gespannt. Dann läuft das hier nach Pokémon-Prinzip. Trainiere deine Freunde. Bring sie höher. Komm, hau ab. Das sehen die nicht ganz so. Tja, dafür haben wir hier oben den Tod mit dem Pfeil. Ich schwöre dir meine Treue und weihe dir mein Schwert. Ich habe die Schwachen unterworfen. Jetzt schließt euch mir im Sieg an. Jeglicher Widerstand. Es werden immer mehr. 18 Leute folgen ihm jetzt. Da wir unseren Jäger haben. Lass uns unsere Beute jagen. Mann, das ist echt cool. Erreiche den Aussichtspunkt, ohne Alarm auszulösen. Und mit ihm seinen Tod. Nun müssen wir uns für die Schlacht in Stellung bringen. Und wenn es der Waldläufer ist, dann bekommen wir wenigstens gleich einen guten Kampf. Ganz ehrlich, das ist doch keine Mission für mich. Hier werde ich doch nur wieder gesehen. Ich kenne das doch schon. Dieses Sklavenherz war zu zäh für meinen Geschmack. Herzen schmecken besser, solange sie noch schlagen. So, haben wir hier... Hör nur ihre Worte. Irgendwo... Abscheuliche wilde Bestien. Eben diese Grausamkeit werden wir uns zunutze machen. Die Jäger lassen den Rest von uns mal wieder schlecht aussehen. Boah, das ist sehr heftig. So, wo haben wir den nächsten? Der Häuptling versammelt die Wachen um sich. Der Grabwandler muss in der Nähe sein. Alte Wache war wahrlich eine Bestie. Wohin? Die neue Wache soll noch schlimmer sein. Wer soll Hackfleisch aus der alten gemacht haben? Hackfleisch. Es widert mich an. An dieses Übel habe ich meine Familie verloren. Dann übe Rache, indem du dieses Übel gegen sich selbst richtest. Die Königin hat recht. Es ist klug, die Unbarmherzigkeit der Uruks gegen sie zu verwenden. Wie kommen wir da hoch? Die stehen hier vorne. Wir versuchen es mal. Hat einer von euch den Anführer gesehen? Freut sich bestimmt gerade die Befreiung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, das war eine knappe Kiste gerade. Wir haben es aber geschafft, ohne entdeckt zu werden. Dort, 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 dort. Unsere Marionette. Wir sind bereit für unseren letzten Schlag. Drücke I, um den Kampf, wenn du für den Kampf bereit bist. Ich bin immer bereit. Diene meinem Willen.
Okay, helfen mal ein bisschen. Wenn ich nichts unternehme, schneiden sie unsere Marionette alle Strippen durch. Ich muss mich in den Kampf einmischen. Ja, mach ich jetzt schon. Elbengeschosse. Elbengeschosse? Also guck, der Meuchler ist schon mal down. Auf den haben wir ja geschossen. Elbengeschosse. Das sind keine Elbengeschosse. Die Elbengeschosse? Unsere Pfeile verbessern seine Chancen. Ja, wow, 4 Pfeile haben wir. So. Wow. Können wir nicht viel machen, außer ihm so zu helfen. So, dem miteinander. Ich hab wieder keine Pfeile mehr. Vorsicht! Unsere Marionette darf nicht sterben. Ja, ich hab nichts mehr, Freunde. Wir müssen jetzt nur noch zugucken. Oh, er kriegt aber... Wo können wir noch Pfeile herkriegen? Nee, das wird so nichts. Oder? Doch, Tarz das Messer. Doch, hat doch geklappt. Tarz war ja der Gegner. Große Macht verliehen. Macht sollte nicht verschwendet, sondern genutzt werden. Die Königin wird uns zeigen, wie. Marvins Strategie scheint aufzugehen. Nun können wir der Finsternis mit einer eigenen Armee entgegentreten. Ein Spiegel, der sich bereit macht, sein Ebenbild zu zerstören. Wir sollten zu Marvin zurückkehren. Sie wird uns mehr sagen können. Holz nur aufsammeln. Sehr mächtigen Zauberers. Talion! Es tut mir leid. Saruman brachte dich gegen meinen Willen her. Ich suchte seine Hilfe und wurde zu einer Gefangenen in meinem eigenen Körper. Was habt ihr in euren Visionen gesehen? Ich habe Saurons Diener gesehen. Den Turm. Und die schwarze Hand. Sie bringen viel Leid. Falls du wissen willst, wo sie sind. Sie sind jenseits des Nonnenmeers. Ihre Armee.
Wie stark? Stark genug, uns zu vernichten. Dann brauchen wir wahrlich eine Armee. Die Krankheit zehrt noch an dir. Ruhe nun, Mutter. Ich bereite unsere Abreise aus Mordor vor. Abgeschlossen, die Macht des Geistes. Saruman ist ein Istari. Mit der Macht des Rings hätte er eine gewaltige Armee gegen den dunklen Herrscher führen können. Jetzt werden wir das übernehmen. Nur ist eine Garnison von einer Armee noch weit entfernt. Ja. Für eine wahre Armee müssen wir mehr Häuptlinge beherrschen. Okay, also es geht hier in eine Richtung, die mir sehr gut gefällt, muss ich gestehen. Jeder Gegner, der denkt, er könne mich im Kampf schlagen, weiß nicht, was auf ihn zukommt. So, den mal kurz hier. Klapp. Den auch. So. Brandmarke die Häuptlinge. 1 von 5 gebrandmarkt. Wir sollen 5 Häuptlinge brandmarken. Na, hallo Peng. Ich will mal kurz hier rauf. Weil ich ein bisschen. So, zapp. Weil ich ein bisschen was gucken wollte. Und auch ein bisschen was ansprechen wollte. Und zwar zum einen, wir haben den Zwerg ganz lange nicht mehr gesehen, ne? Ein paar Folgen jetzt. Ich dachte. Was? Ugo Trollsohn? Dann komm. Er ist tot! Haben wir irgendwas verpasst? Wir haben den Zwerg lange nicht mehr gesehen. Der hier gerne auf die Jagd geht. Vielleicht ist das ja auch mit den Jagdaufträgen, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden mit den Spinnen. Da unten läuft ein Troll rum. Hallo Troll. Und ich wollte mir unbedingt mal... Nee, das machen wir nicht da, das machen wir hier. Unsere Waffen und Runen angucken. Wir haben, dürften mittlerweile eine Menge Zeug haben. Erstmal hier auf Verbesserungen gucken. Also, Freischaltung für das nächste Stufe 8 Macht. Okay. Da sparen wir also noch. Aber hier auf jeden Fall... Hier gibt es natürlich richtig tolle Sachen. Was ist das hier unten? Urfails Sturm. Lade diese Fähigkeit mit Nahkampftötung auf. Drücke 2, um 20 Sekunden lang unbegrenzte Hintenrichtung. Boah, was? Das ist ja cool. Was haben wir hier? Lade diese Fähigkeit mit Fernkampftötung auf. Drücke im Fernkampf rechte Maus gedrückt halten. 2, um für 15 Sekunden unbegrenzte Elbengeschosse, Fokus und Brandpfeile zu erhalten. Boah. Und drücke im Schleichenmodus für 20 Sekunden unauffindbar zu sein und begrenzte Schleichtung. Boah, das ist ja total mächtig. Das ist ja richtig mächtig. So. Wir können 2 Elbengeschosse mehr. Ich würde erstmal noch die Gesundheit nehmen. Wir geraten immer noch oft in Situationen, wo die, glaube ich, sehr hilfreich wäre. Und hier können wir noch einen Ruhmplatz mitnehmen. So. Dann die Waffen und Runen. So, hier ist der Dolch. Mal gucken, wir haben hier eine ganze Menge neues Zeug. Hier haben wir was doppelt. 10 und Stufe 3. Die kann in Meridian umgewandelt werden. Annehmen. Hier haben wir auch zweimal das gleiche. Stufe 15 und Stufe 9. Rune auswählen. Nee, Rune wieder auch umwandeln. So, hier haben wir noch zweimal das gleiche. Stufe 11. Annehmen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Stellt die Tötung eines Hauptmanns oder Häuptlings stellt Fokus und Gesundheit vollständig wieder her, haben wir drin. Chance von 31% beim ersten Treffer einer Trefferserie den automatischen kritischen Treffer zu landen. So, was haben wir hier? Die beiden haben wir drin, die roten, und jetzt gucken wir mal. Chance von 55%, 50 Fokus zu regenerieren, wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird. Tötung terrorisieren, mehr als 2 Uruks, das ist nicht schlecht.
Aufzehrung von Brandmarken Gesundheit zu regenerieren, okay. Chance von 14% bei einer Tötung mit Terrorisieren, das ist nicht schlecht, aber 15% ist eine blöde Chance. Da finde ich, ehrlich gesagt, das hier am besten. Dass wir mehr in Angst und Schrecken versetzen. So. Ich möchte mal nochmal auf den Bogen gehen. Weil wir haben hier zum Beispiel, ja, das ist okay. Das können wir gleich mal umwechseln. Die sind auch recht schlecht im Verhältnis. Kann weg. Weg. Das ist auch noch neu. Aura des Entsetzens. Chance von 42% bei einer... Nee, Flucht. Nö. Weg. Die schlechten Sachen können wir mal alle umwandeln. Was ist das? Das ist prinzipiell gar nicht schlecht. Das behalten wir mal. Festnagel benutzen wir nicht. Kann weg. Und was haben wir hier noch? Chance von 19% auf einem Ritt auf einer Bestie für eine Tötung mit Schwert. Nee, das brauchen wir auch nicht. Wir reiten nicht so oft auf Karagors. Gut. Die drei Sachen sind ausgewählt, denke ich. Ja, genau. Da können wir also einen zurück. Wir haben noch das Schwert. Erhöht 21 von hinten. Vollständig wieder her. Genau. Und das sind ganz gute Sachen, die wir hier drin haben. Und da haben wir auch nur eine Sache neu. Erhöht den Nahkampfschaden bei Trefferserien 30 plus um 18%. Das lassen wir auch mal. Das ist okay. So, dann können wir nochmal auf Verbesserungen gehen und hier hin, weil wir haben jetzt ja wieder 290, aber das reicht trotzdem noch nicht. Na gut. Das ist nicht schlecht, nicht schlimm. So, das mit den Jagdaufträgen würde mich echt interessieren. Mann. Und aus die Maus. So, hier ist irgendwo ein Kraut. Vermutlich hier oben. Erdenbrot war hier, alles klar. So. Hier auch gleich wieder weg. Ich will nur mal da vorne gucken, ob da noch der Zwerg ist. Aber das sieht nicht so aus. Nö. Geht's hier irgendwo hoch? Ja. Hier auch? Ach, hier ist... dieser Fels sozusagen im Weg, um da rumzukommen. Ich verstehe. Alles klar. Gut, gut. So, dann flitzen wir mal hier lang. Da können wir nochmal... lockig... ja, das kennen wir. Den schalten wir auch kurz aus. Endkette verfügbar. Als wir aus dem Lager geflohen sind, waren wir noch ein Dutzend mehr. Bitte, kehre zurück und rette die anderen. Jo, das mache ich dann. Bei Zeiten, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. So. Da kommen Orks auf uns zu. Ja. Das muss ich aber noch kurz unterbinden hier. Wir sind frei! Ja. Gut. Ich würde sagen, ich gehe mal da vorne in Deckung auf diese Ruine. Und dann machen wir hier ein kleines Folgenpäuschen. So. Hier stehen wir doch gut.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und habt noch einen schönen Tag. Ciao, euer Kaisi.